So Leute, und willkommen wieder zurück zu Let's Play World of Warcraft. Und was ist hier mit der Maus los? So, jetzt geht's wieder. Und ja, wo waren wir? Wir wollten die Grubenlicht-Erzproben abgeben. Oder? Wollten wir das? Ganz genau, und den Lutzran unterwegs blenden. Genau, und den Lutzran wollten wir noch unterwegs mal ordentlich Beine machen. Weil seinen Bruder Folwell haben wir schon umgelegt. Den findet er dann spätestens wieder, wenn er respawnt. Ich glaube, der läuft auch eh irgendwo hier in der Todesschneise rum, ne? Ganz genau. Willst du da warten auf ihn, oder... Oder laufen wir da den Rand so entlang und pull ihn raus? Ja, wenn ich schon einen Jäger dabei habe, ist das schon praktisch. Die Jäger sind ja total, die sind total nützlich, also ohne die geht gar nichts. Da wisst ihr Bescheid, also Jäger ist Jäger, da gibt's nichts zu bringen. Ich glaube, da geht sogar bis ganz nach hinten, ne? Ich glaube schon. Aber er geht nicht in diesen Turm da, in diesen turmartigen Gebäude da rein, er dreht dann kurz bevor er da reingeht nochmal um. Aber ich denke nicht, dass er da ist. Ich sehe ihn zumindest nicht. Er ist vielleicht in die andere Richtung gegangen. Da ist er nicht. Ach Mensch. Wann habe ich jetzt die Aufnahme? Ich glaube vor einer Minute, ne? Die Aufnahme gestartet. Ganz genau. Maximal 2 Minuten. Okay. Wo kann er denn sein? Ich glaube, der läuft ja auch, gell? Der geht da runter und dann geht er links und dann geht er ganz hoch, ne? Ja. Das stimmt. Ich hätte ihn vorher nicht erblickt. Ach Mensch, jetzt können wir natürlich lange warten, weil der macht eine riesen Runde immer. Willst du inzwischen was abgeben, oder? Ja, können wir auch. Immer die Raptor, wir werden ihn schon irgendwie finden. Irgendwann läuft er uns über den Weg. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir in die Stadt, geben mal erstmal ab, alles ab, ne? Und dann gucken wir, wie wir das mit der Dungeon machen, mit der ersten. Die erste wird ja sowieso, Moment, gucke ich gleich mal nach. Die erste wird der Flammenschlund sein. Bei der Allianz ist das ja anders, ne? Jetzt früher waren die natürlich nicht zugänglich. Flammenschund ist ja eigentlich mitten von Orgrimmar. Und da hast du als Allianzler früher in den Levelbereich nicht mal hin können. Aber jetzt durch den zufälligen Dungeon Finder hat man genau dieselben Instanzen. Genau, so ist es. Aber was waren dann nochmal die erste Dungeon von der Allianz? Die Todesminen. Ah ja, genau. Da werden wir quasi auch noch reingehen, auf jeden Fall. Die werden ja alle Dungeons zeigen, die es überhaupt gibt. Und manche Dungeon-Leute sogar vielleicht öfter, je nachdem, weil wir werden sicherlich manchmal Quests bekommen, also Klassenquests, spezifisch jetzt für Jäger oder Paladin oder je nachdem. Und da werden ganz sicher bestimmte Quests in Dungeon stattfinden, also die können wir dann nur lösen, wenn wir da reingehen. Und das heißt dann quasi, dass mal gewisse Dungeons, ich würde mal jetzt so klipp und klar sagen, dass es schon fast, wie heißt sie nochmal? Ach Mensch, wie heißt diese Wolf-Dungeon nochmal? Burgschattenfang, ganz genau. Ganz genau. Diese werden wir auf jeden Fall sogar, hier gibt es sogar Quests, die können wir sogar nochmal abnehmen. Da werden wir auf jeden Fall auch noch Quests auf jeden Fall bekommen für Jäger und Paladin, je nachdem. Da oben. Da sind wir noch zu niedrig. Okay. Willst du jetzt quasi nochmal zurückschauen oder was machen wir jetzt? Ich denke mal, dass wir einmal alles abgeben werden, oder? Ja, würde ich auch sagen, sonst, ja, das ist wirklich schon mittlerweile zu viel. Geben wir mal alles ab.
Ja, gelaufen. Nee, richtig. Perfekt. So, da vorne müssen wir jetzt gleich auf die Straße kommen. Also Straße, so ein Fußweg. Fünf Level noch und dann können wir auch schon reiten. Juhu! Da bekommt der Darth Sephiroth sein, ich nenne sie mal Palagaul oder Palapferdchen und wir bekommen einen Wolf. Kaufst du noch den Vogel auch dazu, den Blutelfen so standardmäßig bekommen eigentlich? Hallo. Wenn die Kohle passt, dann ja. Oh, wir haben einen Umhang, jetzt bekommen wir einen Umhang. Leb wohl. Yeah. Endlich einen gescheiten Umhang. Oh yeah, das sieht doch gleich viel, viel besser aus. Und dann gehen wir hier noch ab und alles andere auch. Raus mit der Sprache. Entlang der Todesschneuze. Vorsicht. Feinde. Dann auch hier. Die ewige Sonne wird uns leiten. Zwei Heiltränke. Zeit ist Gold. Was ist? Ärger den Grum nicht mehr. Und wir haben auch schon wieder ein Level Up und sind Level 16. Achso, hier ist gleich eine neue Quest verfügbar geworden. Adelauge haben wir bekommen, Tierheilen haben wir bekommen. Was jetzt? Das ist Glückwunsch geil. Zum Level. Bitte was? Glückwunsch zum Level. Dankeschön, Dankeschön. Dann haben wir hier noch die Reise zum Sanktum. Und Goldnebel kann man auch da hinten dann gleich abgeben. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Die Gerechtigkeit. Ach ja, Mensch, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe jetzt die Taschen, ne? Das habe ich eigentlich in der Fail-Aufnahme erwähnt, aber jetzt hier noch nicht. Habt aber eh sicher gemerkt, unten rechts haben wir jetzt neue Taschen, habe ich mir gekauft. Hatte den Metz dann doch nicht mit dem Priester, der den Schneiderberuf hat, sondern habt die aus dem Auktionshaus gekauft für 9 Gold und 50 Silber. Nicht sonderlich die Welt, also passt das. So, jetzt kommen wir hier und da haben wir sogar ein Kochrezept jetzt bekommen. Werden wir aber eh nicht nutzen. Ich werde es einfach mal verkaufen. Da oben können wir gleich eine neue Quest annehmen. A new Belore Delena. Oh je. Haltet den Kurs. Ah, Nebelknochenstaub und faulende Herzen habe ich jetzt bekommen. Sehr gut, es könnte sogar sein, dass wir beide welche im Inventar haben, passend. Glaube ich eher nicht. Doch, faulende Herzen habe ich 2 Stück. Knochen jedoch nicht. Ich glaube, die Mobart haben wir noch gar nicht umgebracht, also gekillt. Okay, so. Da können wir hier mal gleich einen Glumpert verkaufen, den wir nicht brauchen. Und zum Rufhändler schauen, also für diese Fraktion. Ab und zu kriegt man da auch recht nette Teile. Ja. Ach Mensch, jetzt habe ich was eigentlich verkauft, das relativ nützlich ist. Die maximale Gesundheit des Spiels 15 Minuten lang um 27. Ist das jetzt wirklich nützlich? Alles was am Buff-Food ist, ist es gut, ja. Ja, dann nehmen wir es wieder zurück. Dann das Heilungstränke behalten wir natürlich. Den Bogen brauchen wir nicht, haben wir ja Erbstück. Das brauchen wir auch nicht. Schwimmtempo. Erhöhter Schwimmen. Das behalte ich mal, falls wir was unter Wasser bekommen. Das Rezept brauchen wir nicht. Das können wir lassen. Wenn wir das Futter, dann bekommen wir 4 Ausdauer für 15 Minuten. Das können wir auch gebrauchen. Mana haben wir ja gar nicht. Muscheln könnten wir eventuell mal aufmachen und gucken, vielleicht kommt was raus. Das brauchen wir nicht. Mana haben wir nicht. Das brauchen wir auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Und schon passt das wieder. Unsere so, jetzt machen wir noch schnell die Muscheln auf. Ach Mensch, da war sogar eine Perle drin. Sehr gut, die sind sehr wert in letzter Zeit geworden. Also
Kann man verkaufen. Ja, dann kann man gleich mal ins Auktionshaus schmeißen, nachher irgendwann, wenn wir dann mal in die Hauptstädte kommen. Und, ich weiß nicht mehr, wo dieser Fraktionshändler ist. Fraktionshändler ist da. Was jetzt? Okay. Super. Ach Mensch, der Gürtel ist ja gar nicht mal von schlechten Eltern. 2 Beweglichkeit, 3 Ausdauer. Da schon her, und die Schuhe. Was haben wir für Schuhe? Ach Mensch, die sind ja scheiße, also dann nehmen wir den gleich. 10 Silber nur und da 9 Silber, also können wir gleich mal zugreifen. Fürsten, schütze euch. Die paar Werte schaden echt nicht. Das ist ja geil. Dann können wir die alten Sachen gleich wieder verscherbeln. So. Niemandem. Muss ich hier eigentlich schon einen Schnitt machen? Ja, ne? Ja. Okay, Leute, dann mache ich an dieser Stelle kurz einen Schnitt. Wir werden uns, während wir nicht aufnehmen, überlegen, was wir jetzt mit den Dungeon machen und werden dann direkt natürlich wieder aufnehmen. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle mal kurz Tschüss und wir sehen uns natürlich gleich wieder. Bis dann.